Wir fliegen nach Oshkosh und das ist unsere Route über Bergen, Island, Grönland, Kanada. Ich habe das mal das Ganze im Vorflight programmiert. Da sieht man auch die Airliner-Routen von Ost nach West und West nach Ost. Zusätzlich habe ich das Ganze auf einer North Atlantic Papierkarte auch geplant. Wir fliegen das Ganze IFR und über dem Wasser sieht man, da gibt es keine IFR-Punkte mehr, weil die sind nicht radarabgedeckt. Da fliegt man die Koordinatenpunkte an und ich habe die Headings rausgeschrieben und mit der entsprechenden Variation berechnet, dass wenn wir einen Ausfall der Avionik haben, das Ganze auch mit dem Kompass weiterfliegen können. Die ganze Planung fängt schon 2-3 Monate vorher an. Man muss eine General Declaration ausfüllen. Man macht die ganzen Tests wegen Covid. Man macht Zollanmeldung in Amerika und Kanada hauptsächlich. Das waren die schwierigsten. Am besten hat man ein Visa oder ein ESTA für Amerika. Und das Allerwichtigste ist natürlich eine gute Crew, mit der man das Fliegen und planen kann, und da hatte ich sehr viel Glück. Wir waren wirklich ein tolles Team. Ein paar Tage vorher haben wir dann begonnen und den Flieger umgerüstet. Wir haben eine Liege eingebaut, damit man auch schlafen kann im Flieger. Und einen Tag vor Abreise begonnen wir mit dem Einladen der Getränke, der Notfallausrüstung, den Schwimmwesten und den Rettungsbooten sowie dem Überlebensanzug. Das ist die Maschine, eine King Air 1090, mit der wir die Reise begonnen haben. So, jetzt geht's nach Oshkosh. Also zuerst nach Norwegen, Bergen und dann über Grönland, Island, Grönland nach Kanada. Leibiger. Runway is free. Und der Autopilot, der Flight Director sollte eigentlich auf Heading gehen, oder? Er ist auf Roll momentan. Gut. And Sierra Echo Echo is ready. Okay. Sierra Echo Echo, Roger, Wind North 5 knots. Gut. Du pass auf, dass wir nicht über die 11 kommen. Okay, taking off 3-4, Sierra Echo Echo. Nicht über 11. Die rote hier oben, ja. 11. Ja. Okay, speed is alive, take off power is checked. 80 knots. Alles gut. Finally, wir haben überlebt.